Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Also Frau Grütters, die Bayreuther Festspiele, das ist ein Mythos, ein deutscher Mythos mit viel Geschichte. Kann man hier einfach so herkommen oder muss man schon immer etwas auf dem Buckel tragen, was man auch mit nach Bayreuth nimmt? Es wäre aber schön, wenn schade, wenn tatsächlich die Bayreuther Festspiele eine Last wären. Ich hoffe, dass jeder ganz unbeschwert hierher kommt, nichts auf dem Buckel und sich mal überraschen lässt. Aber so ein Abend wie heute ist ja schon harte Kost im wahrsten Sinne des Wortes. Also, finden Sie nicht? Nein, finde ich nicht. Ich finde, Künstler sind Unruhestifter. Sie sind immer dann gut, wenn sie nicht gefallen müssen, sondern vielleicht ein bisschen Zumutung sind und nebenbei gestalten. Aber ich fand das jetzt prima. Die Inszenierung kann ich mir auch anders vorstellen. Ich kenne viele bessere Tannhäuser. Aber zumindest ist es ein irres Erlebnis und das an einem authentischen Ort. Das macht das ja so besonders. Was ist für Sie das Erlebnis? Wirklich nur der Ort? Das heißt, man könnte auch Schneewittchen in Bayreuth spielen, weil es ist sowieso Bayreuth. Oder ist das tatsächlich noch ein Labor? Ist das noch eine Bühne, wo Sie sagen, ja, da passiert schon noch was mit Wagner, was woanders nicht passiert? Schneewittchen und sind Sie dann einer der Zwerge? Nein, natürlich kann man hier Sie nicht. Schneewittchen sind, bin ich der Zwerg. Grimms Märchen lassen wir mal draußen vor. Nein, das Besondere ist hier natürlich, dass Wagner an seinem authentischen Ort gespielt wird. Also wenn, dann natürlich hier Wagner. Und da darf dann auch das ganze Gefallensspektrum dabei sein. Also ich finde, es ist jedes Mal eine Überraschung. Und das Besondere ist zu atmen oder zu ahnen, was Wagner sich dabei gedacht hat, als er dieses Haus auf dem grünen Hügel baute für seine Musik. Ist das ein deutscher Kulturort, wo das Deutsche, ich meine, Wagner hat ja wirklich deutsche Geschichte von der Gründung, also wirklich von der Revolution 48 bis zum König Ludwig II., über Annexion von Hitler, über Demokratie. Heute ist es immer noch, selbst unsere Kanzlerin ist Wagnerianerin. Also es ist sozusagen, alle Deformationen und Formationen Deutschlands werden hier eingeatmet. Ist das wichtig für Bayreuth? Ja, zumindest ist es das Charakteristikum von Bayreuth. Ich meine, wenn man mal die Stoffe sieht, die er da vertont, ist das ein Großteil deutscher Mythologie und deshalb natürlich auch deutscher Geschichte. Und die Tatsache, dass es hier stattfindet und wenn man sein Verhältnis zu Ludwig, König Ludwig damals kennt, dann weiß man auch, worum es ihm auch atmosphärisch ging. Insofern ist das so ein bisschen etwas wie ein Aushängeschild oder eine Visitenkarte deutscher Musikkultur. Aber ich finde, man muss dabei auch immer sehen, dass das Zeitgenössische in den Inszenierungen uns genauso ehrgeizig treibt und wir uns nicht einfach darauf ausruhen, dass hier Geschichte wiedergegeben wird, sondern es wird gepaart mit zeitgenössischem Künstlertum. Das macht das so spannend. Alles klar, nächstes Jahr sind Sie wieder dabei. Ich bin jedes Jahr dabei, wenn es irgendwie geht und freue mich auf den Tristan im kommenden Jahr. Da hat immerhin Thomas Mann davon gesagt, das ist das schönste Musikstück der Welt. Und bin gespannt, wie das hier aussehen wird. Ich auch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Ja? Ciao. Dankeschön.